Servus Leute, grüß aus Wien. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Michael Stürzenberger hat eine Haftstrafe auf Bewährung bekommen. Unfassbare 8 Monate Haft auf Bewährung wurden gestern in einem Gott sei Dank noch nicht rechtskräftigen Urteil gegen ihn ausgesprochen. Die Begründungen sind hanebüchern und haarsträubend. Er hat ein Foto veröffentlicht von einer Pastorin, die gegen Pegida die Kirchenglocken geläutet hat, obwohl sich die Frau selber damit zur Person des öffentlichen Lebens gemacht hat. Er hat verlinkt in einem Artikel ein Köpfungsvideo von ISIS. Verlinkt, keine Bilder gepostet, das Video nicht eingebettet, obwohl sogar die Bild-Zeitung das Video eingebettet hat. Völlig absurd. Und dann wurden noch 2 Äußerungen von ihm während Reden aus dem Zusammenhang gerissen. Worum geht es da? Der Vorwurf lautet natürlich wie immer auf Verhetzung. Also es geht nur rein um Meinungsäußerungsdelikte, es geht rein um Delikte der Überzeugung. Gesinnungsdelikte und Gesinnungsjustiz ist das, was wir hier sehen. Es soll damit Leuten wie Stürzenberger eigentlich, ja, es soll ihm verboten werden, auf die Straße zu gehen. Wenn er wirklich auf Bewährung verurteilt wird, letztinstanzlich, dann werden da Auflagen verbunden sein, dass es ihm unmöglich gemacht wird, weiterhin gegen Islamisierung und Ersetzungsmigration aufzutreten. Und es soll euch eine Lektion erteilt werden, dass es euch so geht wie Michael, wenn ihr auf die Straße geht und aktiv werdet. Wichtig ist, dass wir uns solidarisch zeigen und dass ihr euch davon nicht einschüchtern lässt, dass wir erkennen, dass diese immer wilder werdenden Schläge der Repressionssystems Anzeichen von großer Nervosität sind und von einem Totalitarismus in seinem Endstadium. Ich bitte euch, das Video weiterzuleiten auf Telegram. Ihr findet unter dem Video einen Link zu einem PR News Artikel, wo ihr auch Informationen findet, wie ihr Michael Stürzenberger unterstützen könnt. Auf jeden Fall von meiner Seite volle Solidarität für ihn und seine Aufklärung gegen Islamisierung und Masseneinwanderung.